Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem etwas ausführlicheren Video dieses Mal. Und zwar in diesem Video möchte ich 5 Kerntipps raushauen für Gründer und insbesondere für Erstgründer. Das heißt, für Damen und Herren, die in der Regel wahrscheinlich noch etwas älter sind oder auch noch etwas jünger sind oder auch schon etwas älter. Das Alter spielt in der Regel überhaupt gar keine Rolle. Die aber noch nie selbstständig waren, im ganzen Leben noch nicht. Ja. Und hier mal 5 Kerntipps. Und ich habe hierzu, weil es ein bisschen längeres Video werden wird, ein paar Notizen gemacht. Wenn dich das interessiert, ja, 5 Tipps, die dich wirklich weiterbringen, solltest du schon jemals mit dem Gedanken gespielt haben, dich selbstständig zu machen und natürlich dann auch entsprechend sämtliche Vorteile zu genießen, die mit der Selbstständigkeit kommen, mit einhergehen, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Bis gleich. Ja, hallo. Schön, dass du immer noch dran bist. 5 Tipps und wir schießen auch gleich los mit dem ersten Tipp. Tracking deiner Einnahmen. Das heißt, das alte Spiel von der Bilanz. Einnahmen versus Ausgaben. Ich kenne eine ganze Menge Leute, sei es selbstständig oder angestellt, die einfach nicht penibelst genug ihre Einnahmen versus ihre Ausgaben gegenüberstellen. Monat für Monat, meinetwegen auch Woche für Woche oder sogar Tag für Tag. Und es ist deshalb so wichtig, weil nur wenn du mehr einnimmst, als du ausgibst, wirst du langfristig bestehen als Unternehmer. Und viele in ihrem Privatleben als Privatperson befolgen diese Regel nicht, diese wirklich banalste Regel aller Regeln, schlagen sich aber trotzdem immer irgendwie durch. Ja, in der Raucherpause, hey, hast mal kurz einen Euro für ein Spezi, ja, und zahlen es dann nicht wieder zurück. Oder lassen anschreiben, ja, beim Brotzeitmann permanent, ja, und zahlen es dann vielleicht auch nicht mehr zurück. Oder größere Sachen, ja, pumpen sich ständig von ihren Bekannten, Verwandten, sogenannten Freunden, ja, wo sie teilweise dann ewig nicht mehr zurückzahlen und schlagen sich einfach immer so durch, geben letztendlich immer mehr aus, als sie einnehmen. Und das ist, wenn du ein Unternehmer werden willst, ja, wenn du da draußen bist, und möchtest seriös dich selbstständig machen, ein bisschen mehr Kohle machen und einfach ein freies und ein erfüllteres Leben führen letztendlich. Darum geht es uns ja. Ja, uns geht nicht darum, irgendwie Millionär zu werden oder was, ja, sondern uns geht es darum, ein freies und erfülltes Leben zu führen. Ja, darum geht es und deswegen heißt der Kanal auch so. Da läuft es nicht mehr so. Sorry. Ja, das kriegst du vielleicht als Privatperson noch irgendwie, dass du dich so durchschummelst permanent. Das kriegst du noch hin und viel zu viele Leute machen das. Oder nehmen einen Kredit auf für einen Konsumerkredit, kaufen sich ein Auto, dann reicht es nicht mehr, dann nehmen sie sich das dann oder updaten ihn alle paar Jahre und nehmen sich den nächsten Konsumerkredit und so weiter und so weiter. Und das läuft jetzt, sagen wir mal, schon super seit 10 Jahren, ne, als Privatperson. Und es ist aber nur als Schein, ja, weil die Zinsen ständig am Fallen waren die letzten 10 Jahre. Ja, dann hat es vielleicht funktioniert. Weil du letztendlich dich im Hamsterrad befindest, ohne es wirklich zu realisieren. Ja? Weil du vielleicht kurzfristig Vorteile genießt, die dich aber mittel- bis langfristig, ich sag 5, 10, 15 Jahre, 20 Jahre, finanziell in die absolute Armut führen. Ja? Garantiert in die Armut führen, wie zum Beispiel Auto finanzieren lassen. Ja? Ich sage ja nichts, wenn du dir zum Beispiel
was ich schon gemacht habe vor ein paar Jahren, was ich jetzt auch nicht mehr nötig habe, aber ich habe mir einen Laptop gekauft für 700-800 Euro, habe mir den finanzieren lassen. Warum? Weil null Zinsen. Na? Ich habe dann einfach 13 Monate abgezahlt, das Ding. Und ich konnte halt mit den 700 Euro, damals hatte ich noch nicht so viel Geld, habe ich eben nur immer 70 Euro im Monat gezahlt und hatte quasi 600 Euro zur Verfügung, ja, die ich zwar gehabt hätte, um den Laptop sofort zu kaufen. Ja, aber ich hatte dann mit den 600 Euro, die ich quasi zur Verfügung hatte, andere Dinge investiert, ja, die mich weitergebracht haben, ich habe mich fortgebildet und so weiter. Ne? Okay, ich will mich jetzt nicht zu lange abschweifen. Also der erste Punkt, ganz wichtig, tracke deine Einnahmen, ja. Deine Einnahmen und deine Ausgaben. Ja, ganz, ganz wichtig, ja. Und verwende dafür ein vernünftiges Tool. Wenn du dich selbstständig machst, selbst wenn du keine Angestellten oder irgendwas hast, einfach nur für dich selber bist. Und glaube mir, es gibt viele da draußen, die nur für sich selber selbstständig sind und sehr, sehr erfolgreich sind. In der heutigen Zeit mit der Digitalisierung so viel möglich, so viel möglich. Und wenn du erfolgreich bist, kommen deine Angestellten und deine Partner und dein Team, das kommt dann erst alles viel später. Aber du brauchst von Anfang an ein vernünftiges Buchhaltungstool. Wirklich. Das, wo du deine Einnahmen, deine Ausgaben trackst. Und du kannst eines davon ausgehen, wenn du dich heute selbstständig machst und meldest dein Gewerbe an. Das erste Jahr passiert nicht viel. Das zweite Jahr vielleicht auch nicht. Aber spätestens am Ende des zweiten Jahres kommt das Finanzamt und sagt, und ganz besonders, da gibt es ein Gesetz dafür, wenn du mehr wie an einem Jahr, also wenn du gleich am ersten Jahr mehr wie 60.000 Gewinn machst, Gewinn, ja, nicht Umsatz, Gewinn, dann will das Finanzamt von dir, dass du Buchhaltung führst und zwar penibelst, genau, und ohne Software, forget it. Also hier unten linke ich dir ein Software-Tool, ja, das würde ich dir empfehlen, wenn du ganz klein anfängst und wenn du vielleicht schon ein bisschen weiter bist oder vielleicht gleich von Anfang an größer starten möchtest, ja, mit einem Team, ich sage Team, Angestellten, Freelancen, was weiß ich, dann gibt es nochmal ein anderes Tool, verlinke ich dir alles hier unten, dann kannst du dir anschauen. Kostet wirklich nicht viel, ja, also das sind ein paar Euro, ja. Zweiter Punkt. Das Thema betriebliche Veranlassung von Ausgaben. Also, wir haben jetzt gerade das Thema Einnahmen, Ausgaben sozusagen in deiner ganzen Bilanz und so weiter. Das ist echt, Buchführung ist super wichtig. Ich habe damals, als ich 16, 17 war, ach, das hatten sie mir schon, 16 hatten sie mir schon reingeprügelt, Buchhaltung, ja. Ständig musste ich in die Buchhaltungsabteilung, als ich Industriekaufmann gemacht habe. Und ja, das kommt mir heute so gut, obwohl ich es heute immer noch hasse, ja. Aber immerhin. Und das ist aber super wichtig. Und betriebliche Veranlassung von Ausgaben ist deshalb so wichtig. Wirklich, weil das ist eine der Kernvorteile, die du hast als Selbstständiger. Du kannst steuern, ja, wie viel Steuern du zahlst. Bis zum gewissen Grad natürlich, nur in Deutschland. Aber unterschätzt das bitte nicht. Ja, ich weiß, es wird viel rumherum lamentiert, oh, die Steuern in Deutschland und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, wenn du musst dich dann natürlich schlau machen. Ich verlinke dir hier unten auch ein wirklich gutes Buch dazu. Also das kostet zwar 50 Euro, aber ich sag dir, selbst wenn es 300 Euro kosten würde, würde ich es dir immer noch empfehlen und ich würde es selber auch immer noch kaufen. Ich hab's da irgendwo liegen. Ich könnte es in die Kamera halten, ist auch egal. Glaub mir, ich habe das Buch und es ist wirklich viel wert. Schau, dass du dich selber weiterbildest, auch beim Punkt Steuern. Du brauchst einen Steuerberater, aber damit du wenigstens bei der Wahl des Steuerberaters überhaupt weißt, welche Kriterien du ansetzen musst, um dir einen richtigen Steuerberater zu finden. Denn es gibt nämlich eine ganze Menge totale Bananensteuerberater, ja, also das sind echte Bananen. Warum? Weil die sich permanent verbiegen. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Steuerberater, als ich einen Steuerberater gesucht habe, wie viele Steuerberater habe ich angerufen und ich habe nur das Wort
optimieren verwendet in meinem Mund. Das Wort optimieren. Dann haben die schon gesagt, ah ja, ja, klein, also ich glaube nicht, dass wir da zusammenkommen, blablabla. Ja, in Wirklichkeit, die Hose voll. Ich habe nur das Wort einmal optimieren genannt, ja, am Telefon. Da wollten mich die schon gar nicht mehr sehen. Was soll denn der Scheiß? Du bist doch Steuerberater. Man darf doch wohl das Wort optimieren im Zusammenhang von Steuern bezahlen und so weiter nennen. Ich habe doch nichts, es ist doch kein Verbrechen. Was soll denn die Scheiße? Ja? Also sorry, da könnte ich mich wieder aufregen. Ich habe Gott sei Dank jetzt ein paar gute gefunden, aber es ist auch gut, wenn du zum Beispiel ein, zwei Steuerberater hast, dass du dann auch nochmal hier gegen Pol hast. Ne? Desto mehr, desto besser. Ne? Also weil kein Steuerberater allein weiß alles. Dafür ist unser Steuersystem in Deutschland viel zu komplex und mit Absicht. Es ist ein extra Video wert, wie das so gekommen ist. Das hat nämlich mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und den Alliierten, die uns eine irre Steuerlast aufbrummen wollten. Ja? Und dann sind schlaue Füchse in Deutschland auf die Idee gekommen, das Steuergesetz so zu verkomplizieren, dass die Alliierten keinen Durchblick mehr haben. Und deswegen ist unser Steuergesetz heute so verdammt kompliziert. Und es ist dann immer komplizierter geworden und so weiter. Ne? Okay, anderes Thema vielleicht. Hier mal ein paar Beispiele. Also wenn du zum Beispiel ein Büro hast, kannst du super absetzen. Wenn du am Auto, Leasing. Also, wenn du dir heute, und das ist zum Beispiel das, was ich vorhabe, einen Golf GTI, also den heißesten Schlitten, ja, am besten dann noch dein Firmenlogo drauf und so, dass du einfach wirklich das auch wirklich beweisen kannst, dass du das für Firmenzwecke nutzt, für Branding nutzt und all diese Sachen, ja. Also am besten ein paar Logos, ein paar Schriftzüge noch drauf und so weiter, das ist umso besser. 300 PS, ja, der stärkste GTI, ich bin Golf-Fan, ja, von daher nehme ich jetzt mal den Golf. Der stärkste Golf GTI mit 300 PS, wenn du den liest als Privatperson, ja, dann bist du bei der Grundausstattung mit 457 Euro dabei. Bei Six zum Beispiel oder auch anderen. Ich kann hier unten auch ein paar Links reinhauen, ja. Hoffentlich müssen wir eigentlich notieren, wie viele Links ich da reinmachen wollte. Okay. Wenn du den jetzt liest, knapp die Hälfte, ja, als Gewerbe, du kriegst einen anderen Deal. Es sind nicht nur die 19% Mehrwertsteuer, du kriegst einen anderen Deal. Ja, da ist ja was dahinter, denn die sagen sich, okay, du bist Unternehmer, du wirst vielleicht mal Angestellte haben, die brauchen vielleicht auch mal und so weiter, ja. Also, und auch bei Leasingverträgen, wie bei allen anderen Verträgen da draußen, du bist jetzt Unternehmer, du bist jetzt Selbstständiger, kannst du auch verhandeln, natürlich. Ja, bei jedem, also, okay. Also Bewirtungsbelege, also am besten du hast überall, wo du hingehst, immer Bewirtungsbelege, das vergessen, also ich kenne, es gibt immer wieder Leute, die einfach vergessen, Bewirtungsbelege sich aushändigen zu lassen, ja, wenn sie irgendwo essen waren und so weiter, ich gehe kaum essen. Wenn du ein Büro hast zum Beispiel und kaufst irgendwelche Getränke und all das, ja, hier mal kurz eine Anekdote dazu, also bleib noch bei mir, das ist nämlich wirklich eine witzige Anekdote. Wir schreiben das Jahr 2006, ich habe mich beworben auf einen Job als Online-Marketing-Profi, ja, also das war damals, was haben die für einen Typen gesucht, der Affiliate-Marketing-Kampagnen managt für Götz, Schuhe-Shop, war die Hölle, ja, und noch ein paar andere Kunden. Damals eine Agentur in München, die ist schon längst verkauft, schon dreimal verkauft und existiert zwar noch, aber unter anderem Namen. Und im Einstellungsgespräch will der mir erzählen, ich damals noch etwas grün hinter den Ohren, ja. Ich war zwar schon Freelancer und so weiter, aber trotzdem habe ich es nicht verstanden, manches. Von Unternehmertum hatte ich damals noch nicht sehr viel Ahnung. Und ja, dann wollten die mir erzählen, naja, bei uns kostet der Kaffee 30 Cent. Also normalerweise in jeder Agentur hast du frei Kaffee, ne? Aber da 30 Cent und so, ne? Und
damit man das ein bisschen sozusagen zu schätzen weiß und so weiter und bla bla bla. Ja? In Wirklichkeit konnten die den Kaffee ja sowieso von der Steuer absetzen und haben dann noch ihre Angestellten, noch ihre Belegschaft dann noch sozusagen dazu verpflichtet, den auch noch was ins Sparschwein auch noch reinzuschmeißen. Also sie haben also Geld auch noch verdient mit dem Kaffee, den sie quasi komplett von der Steuer absetzen konnten, ihre Belegschaft gegeben haben, damit sie stärker arbeiten können, ja, mehr arbeiten können, mehr Power haben. Und dafür durften da die Belegschaft auch noch, gut, es waren damals 30 Cent, das ist so viel wie heute, wert wie heute 60 Cent, weiß nicht, sei es ein Euro, was weiß ich, was die heute verlangen. Aber ja, ist schon witzig, ne? Wie die mich da verarscht haben damals. Dann Urlaub und solche Sachen. Natürlich, sehr gefährlich. Du darfst natürlich nur Dinge tun, ja. Also wie gesagt, besprecht das immer mit deinen Steuerberatern und so weiter und findet auch die richtigen, ja. Es gibt ja so ein paar Idioten, die meinen, sie könnten in Urlaub fahren und dann irgendwas von der Steuer absetzen, wenn die dann den ganzen Tag in der Sonne liegen. Ja, das geht natürlich nicht, ja. Die ganzen Profis da draußen, die ganzen Multimillionäre und so weiter, wenn die nach Mallorca fahren oder hier fahren oder da fahren, nach Dubai und dies und das und jenes, da können die ganze Menge absetzen. Aber warum? Weil die dort Geschäftspartner treffen natürlich, weil die dort die ganze Zeit arbeiten. Ja, die sehen manchmal gar nicht die Sonne, weil sie die ganze Zeit nur arbeiten. Ja? Und dann irgendwie so zwischendrin haben sie dann auch mal ein bisschen Freiraum und dann gehen sie gut essen und so weiter und so weiter. Ja? Die verknüpfen diese Dinge, die verknüpfen das, sodass sie sagen können, zumindest Teile davon kann ich absetzen, ja, die Reise und so weiter, zum großen Teil, weil dadurch habe ich Kontakte geknüpft, ja, und dann habe ich wieder mehr Geschäft und dann zahle ich wieder mehr Steuern und das ist ja das, was das Finanzamt will, ja, das Finanzamt will, dass du wächst letztendlich, dass du Arbeitsplätze schaffst und so weiter und so weiter und das ist es, worin dich das, ja, das Finanzamt, der Staat letztendlich dann auch unterstützt, ja, alles ein bisschen in Anführungsstriche, aber so, damit man es halt einfach verständlich macht für Leute, die jetzt das Video ist ja für Leute, die jetzt zum ersten Mal sich den Gedanken machen, den Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, all diese, dieses Mindset, das du da so ein bisschen verändern musst, ja, und mit Selbstständigkeit meine ich wirkliche Selbstständigkeit, also nicht nur einfach Freelancer und, also, es gibt ja diesen Cash, ganz kurzer Ausflug nochmal, Cashflow-Quadrant, ne? Angestellter, Selbstständiger, Unternehmer, Investor. Und dann gibt es halt diese ganzen Gurus, die mal sagen, naja, die eine Seite, Angestellter, Selbstständiger, das ist mehr oder weniger das Gleiche, ja. Selbstständige, die halt Rechnung stellen und so weiter. Und da sind Unternehmer, das sind so die Gewinner, ne? Unternehmer und Investoren. Ich sage, bei dem Cashflow-Quadranten, wo Selbstständige, da gibt es nochmal einen Unterschied. Und zwar zwischen den Freelancern, die letztendlich tatsächlich nichts anderes machen, außer sich quasi zum Minimum Stundensatz verkaufen und nur, dass sie mit dem Nachteil, dass sie sich um alles selber kümmern müssen. Ja? Und richtigen Selbstständigen, die vom Mindset her schon letztendlich Unternehmer sind, nur halt noch nicht einen Haufen Angestellte haben, 20, 30, 100, oder das vielleicht gar nicht brauchen aufgrund der Digitalisierung und was du heute alles tun kannst als One-Man-Show da draußen, ja, mit allen möglichen Tools, wenn du die richtigen Tools verstehst und auch verwendest, ja, musst dich halt eben da wirklich reinhängen und fortbilden und alles, ne? Das ist sehr entscheidend, ja. Und lieber investier was in Tools und in Fortbildung, das wird dich wesentlich weniger kosten, als dass du sofort investierst in großes Büro, einen Haufen Angestellte und so weiter, weil das kann dich relativ schnell in den Abgrund stürzen, wenn du dann ein paar Hürden hast mal und die wirst du haben, garantiert, ja, mal ein paar Umsätze, die wieder weniger werden, dann werden sie wieder mehr, dann wieder weniger, ne, und so weiter und so weiter. Und du hast noch keinen Puffer, wo du das Ganze abfedern kannst am Anfang, so in den ersten 1, 2, 3 Jahren, ja. Und deswegen, es gibt so eine Statistik, dass, ich glaube, 80% aller Selbstständigen, die sich selbstständig machen, Unternehmer werden wollen, innerhalb von den ersten 3 Jahren pleite gehen
Und dann innerhalb von den ersten 5 Jahren, glaube ich, nochmal von den 20, die übrig bleiben, nochmal die Hälfte oder sowas. Ja? Und das ist einer der Hauptgründe. Aber den kannst du heutzutage im Zuge der Digitalisierung mit all diesen Tools, die heute fast nichts mehr kosten, damals, wie ich Freelancer war, ja, vor 15, 20 Jahren in London und so weiter. Die ganzen Tools, die gab es noch nicht. Ne? Und natürlich gab es Software, aber wenn ich mir damals hatte ich ein Projekt, da wollte ich mir eine Reisewebseite bauen, selber, ne? Sowas wie Ab in den Urlaub, ja, lange bevor es Ab in den Urlaub gab. Da gab es die ganzen Tools wie heute noch nicht. WordPress war noch in den Anfängen, ja, die Möglichkeiten von heute, weit, weit unter den Möglichkeiten von heute. Da musste ich mir Programmierer holen, die musste ich bezahlen, denen musste ich vertrauen. Die hatten ja Admin-Zugriff, ne? Dann hat einer irgendwie, wollte mich dann erpressen, ja, und hat mir dann malicious Code, also quasi Drop Database Code, in meine Webseite reinprogrammiert, ja, mit einem Timer, ja, zum ganz bestimmten Zeitpunkt, wo er mehr Geld wollte von mir, und dann ist das ganze Ding kaputt gegangen und da musste ich einen anderen Programmierer wiederfinden, der mir das Ganze wieder repariert und so weiter und so weiter. Also du hast heute so krasse, mit so wenig, ja, kannst du heute so viel erreichen, ja. Als ich 20, 25 war, vor 15 Jahren und so weiter, nochmal eine ganz andere Story, vor 25 Jahren nochmal eine ganz andere Story. Ja? Also, nimm die Gelegenheiten wahr und investier lieber mal in ein Tool oder was. Ja? Die Leute heute, die beschweren sich, wenn sie 100 Euro im Monat für ein Tool investieren, für ein Funnel-Tool, CRM, E-Mail-Marketing-Tool investieren. 100 Euro im Monat, das ist gar nichts. Ja, das ist vor 10, 15 Jahren, ja, da hätte ich mir alle 5 Finger abgeschleckt, wenn ich solche Tools gehabt hätte, für so einen Preis. Ja, okay. Dann, wir waren jetzt beim zweiten Punkt. Dann dritter Punkt. Wegzug aus Deutschland, also quasi nochmal das Thema Steueroptimierung, einfach weniger Steuern. Und das ist nicht ganz so einfach, wie es man sich vielleicht vorstellen möchte. Ja? Es gibt ganz viele Möglichkeiten hier, aber nicht jedes, sagen wir mal, steueroptimierte Land im Vergleich, es ist ja immer nur im Vergleich, ja, im Vergleich zu Deutschland, wird dich in jeder Situation mehr Geld unterm Strich für dich rauskommen. Ja? Also es gibt verschiedene Länder, wo du theoretisch auswandern könntest, ja, aber bedingt, also abhängig von dem Level, wo du gerade verdienst, ja, kommen diverse Länder überhaupt nicht für dich in Frage, ja, also wenn du zum Beispiel dich selbstständig machst und sagst, okay, aller Voraussicht nach, ja, du musst ja auch eine Schätzung abgeben von dem Tag 1, wo du dich selbstständig machst, ans Finanzamt und so weiter. Aller Voraussicht nach werde ich in den ersten 1-2 Jahren nicht mehr verdienen wie 20.000 oder nicht mehr verdienen wie 50.000 oder nicht mehr verdienen wie 100.000. Ich muss ja mein Business erstmal langsam aufbauen, ich muss erstmal in die Pötte kommen. Ja? Dann brauchst du nicht nach Dubai auswandern, ja? Oder dann brauchst du nicht nach Singapur auswandern. Ja? Dann brauchst du in der Regel auch nicht nach Südamerika auswandern, weil Südamerika ist zwar, die Karibik und so weiter ist zwar günstig, aber nur, wenn du ganz viel Geld hast. Und du kannst dort auch günstig leben mit wenig Geld, aber dann lebst du auch auf einem Niveau wie die Leute, die dort leben, mit wenig Geld. Und das vergessen ganz viele. Ja? Und fahr dort mal hin, und es reicht ja schon, wenn du hier in einem anderen Land schaust. Ja? Fahr mal nach Ungarn, nach Ostungarn, ja, wie ärmlich da die Leute leben, ja, klar brauchst du wenig Geld dort, aber willst du dort leben? Nein, du willst in Budapest leben, ja, und dann brauchst du schon wieder mehr Geld, ja, und genauso ist es überall auf der Welt auch, ja, und du darfst, zum Beispiel Schweiz ist ein sehr gutes Beispiel, wenn du jetzt, und ich gebe mal hier ein paar ganz konkrete Zahlen. Wenn du selbstständig bist und du meinst, du könntest in die Schweiz auswandern, würdest Steuern sparen und das würde dich weiterbringen finanziell, dann ist es nicht
einfach nur richtig oder falsch, sondern es ist abhängig davon, wie viel du verdienst. Und wenn du konkrete Zahlen, wenn du weniger verdienst als eine Viertelmillion als Selbstständiger, dann lohnt sich die Schweiz einfach de facto nicht. Ja, weil das, was du dann sozusagen als Steuersparnis hast, die 10-15% oder 20% meinetwegen, ja, die zahlst du wieder drauf an Lebenshaltungskosten. Ja? Weil einfach die Schweiz 10-15-20% teurer ist in allem, ja, mehr oder weniger, als wie Deutschland. Ja, ganz einfach. Also und dann musst du einfach noch mit einberechnen, ja, der ganze Aufwand dorthin zu ziehen, ja, dort ein Business zu eröffnen, ja, du musst dort einen Treuhändler beauftragen und so weiter. Dort gibt es keine Steuerberater, dort gibt es nur Treuhändler, ja, und die verlangen schon mal ein bisschen mehr wie hier ein Steuerberater in der Regel, ja, und so weiter und so weiter. Das heißt, wo stehe ich? Ja, verdiene ich 250.000? Dann gibt es gewisse Orte, die für mich vielleicht in Frage kommen. Verdiene ich 500.000, gibt es vielleicht andere Orte, die für mich in Frage kommen. Ab einer Million kommt vielleicht die Schweiz in Frage. Ja? Oder vielleicht sogar schon Dubai. Ja? Obwohl bei Dubai musst du immer berechnen, jeden Euro, den du hier für irgendwas ausgibst, in Dubai, ja, gibst du dafür 2 Euro aus. Punkt. Ja? Das ist ungefähr so wie bei mir damals England. 1998, ja, 1999, ja, als wir noch die Deutschmark hatten, da musste ich einfach immer 1:3 rechnen. Ja, wenn ich umgerechnet habe, was mich damals als Student ein Starbucks-Café gekostet hat, dann waren das so viel wie heute 9 Euro. Ja. Das war lustig, da waren meine Ersparnisse schnell weg. Ja, meine mühselig D-Mark angesparten Ersparnisse, ja, im Verhältnis 1:3 zum Pfund, ja, also das heißt, eine D-Mark war nur 30 Pence wert, ja, ja, das war eine tolle Entscheidung von mir, aber ich wollte dort unbedingt studieren in so einer Elite-Uni und na gut. Dann der vierte Punkt, Qualität vor Quantität. Und zwar so ein paar Punkte noch zum Thema Frugalismus auch. Also frugalistische Ansätze fahren. Wir sind eigentlich immer beim gleichen Thema mehr oder weniger. Du merkst es schon. Ja? Einnahmen, Ausgaben, Kosten. Weil das ist das Kernthema von allem. Ja? Egal was sonst, dein Business oder deine Selbstständigkeit wird nur funktionieren, wenn du langfristig mehr Einnahmen hast als Ausgaben. Ja? Und es wird keine Möglichkeit geben, da dich drumherum zu schummeln, wie so vielleicht im Kleinen, im Privatleben. Ja? Besonders dann, wenn du anfängst, irgendwie ein paar Freelancer zu haben, ein paar digitale Assistenten oder dein Business ein bisschen wächst, ne? Dann wird es umso mehr wichtiger. Und deswegen ist grundsätzlich ein frugalistischer Ansatz immer von Vorteil. Ja? Was bedeutet das? Frugalismus kommt, gibt es auch unterschiedliche Levels und Stufen und so weiter, ja. Aber letztendlich sagen die, ja, Qualität vor Quantität, das ist einer von den Leitsprüchen des Frugalismus. Die sagen halt, gib nur das aus, was du eben musst und betrachte eine Ausgabe immer in 2 Levels. Sind es für mich reine Kosten oder sind es für mich Investitionen in eine Sache und in ein Projekt oder einfach in irgendwas, sind es Investitionen, die mich letztendlich dann weiterbringen im Sinne von, das kann ja auch zum Beispiel nur Weiterbildung sein, die mich dann quasi weiterbringen, sodass ich dadurch dann wieder mehr Einnahmen generiere, ja, irgendwas heble, irgendwas, ja, investieren in Bildung, sowie auch in Immobilien, sowie auch in mein Business, in Marketing, ja, dass ich mir Kunden mir hole und so weiter und so weiter. Und das ist eben das Wichtige, wo wir sagen, wo ich sage, aus dem Frugalismus würde ich eben sagen, okay, die Kosten, die wo reine Verbindlichkeiten sind, ja, die versuche ich immer zu minimieren, ja. Und ich schaue mir immer das zweimal an, bevor ich sage, okay, da gebe ich aus.
Aber die Kosten, wo ich investiere, ja, Marketing etc., weil ohne Marketing, ohne Sales, ja, wird jedes Business, jede Selbstständigkeit irgendwann sterben, ist klar, ne? Und du wirst überhaupt nur erfolgreich sein, wenn du dich ein bisschen zumindest mit Marketing und Sales auskennst. Ja? Ansonsten musst du halt Leute beauftragen, die sich damit auskennen. Ansonsten wird kein Geld reinkommen. Also das ist mal der Grundskill überhaupt. Ja? Deswegen ist es auch, ich habe hier oben die Videos gemacht oder hier oben zum Thema CRM. Deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, als das erste und wichtigste Tool, ich sag's nochmal, erste und wichtigste Tool, wenn du dich selbstständig machst, egal in welche Richtung, egal in welcher Branche, egal was, ist ein CRM. Ich verlinke dir unten auch nochmal 1, 2, 3 Tools, die du testen kannst kostenlos und dann dir einfach für eins entscheidest und dann in der Regel bleibt man dabei auch eine Weile. Und als fünften Punkt möchte ich einfach nochmal hinzufügen, das Thema Gesundheit. Ja, das Thema Gesundheit. Denn du musst dich natürlich dann auch selbst sozusagen um deine ganzen Versicherungen kümmern. Ja, und es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass es zwei Möglichkeiten gibt: private Versicherung und gesetzliche Versicherung. Ja. Und wenn auch die gesetzliche Versicherung erstmal ein bisschen was teurer ist, aber so viel auch nicht, so locken dich die privaten natürlich erstmal mit sehr niedrigen Beiträgen. Ja. Aber wenn du dann später mal ja, tatsächlich diese in Anspruch nehmen musst, da gab es schon so den einen oder anderen, der ist dann richtig auf die Schnauze gefallen, als er älter geworden ist, zum einen. Zum zweiten, als er Familie bekommen hat. Also das heißt erstmal, als er eine Frau sich geholt hat, ja, und geheiratet, ja, sich eine geschnappt, dann hat er nämlich für die dann auch noch mitzahlen müssen, ja, und dann Kinder und dann für jedes einzelne Kind nochmal einen Beitrag. Ich kenne Leute, die mit 3, 4 Kindern an die 2000 Euro, zwischen 1500 und 2000 Euro nur, ja, nur Krankenversicherung, private Krankenversicherung zahlen. Und die sind in einem Level vom Alter her und so weiter, dass sie quasi in die gesetzliche gar nicht mehr zurückkommen. Ja. Gut, denjenigen, der ich jetzt kenne, der hat eine Marketingagentur, Telesales und so weiter und hat gut 20, 25 Mitarbeiter und der kann sich das leisten, aber trotzdem der hat auch ein ganz normales Geschäftsführergehalt, ja, von 5.000 bis 6.000 Euro, das ist so das Durchschnittsgeschäftsführergehalt von einem Agentur-CEO. Und da darf er schon mal ein Drittel fast oder, ja, sagen wir mal 25%, ja, nur an Krankenversicherung bezahlen. Das ist schon recht heftig. Noch ein ganz kurz, was ich hinzufügen wollte bezüglich vierten Punkt. Dritter Punkt, Wegzug aus Deutschland, das sind auch nicht nur die Lebenshaltungskosten, das hatten wir schon abgearbeitet, den Punkt, sondern den Punkt auch noch Doppelbesteuerungsabkommen. Also Doppelbesteuerungsabkommen ist ein sehr langes, kompliziertes Wort, kannst du auch gerne mal googeln. Und das ist auch was, das habe ich lange gar nicht verstanden und als ich auch immer so ein bisschen gespielt habe, mit den Gedanken auszuwandern. Es ist aber sehr wichtig zu verstehen, dass du, wenn zum Beispiel du investierst in amerikanische Aktien, ja, dann gibt es Länder, wo du auswanderst, die kein Doppelbesteuerungsabkommen haben mit den USA. Und wenn die das nicht haben, dann zahlst du die volle Quellensteuer von 30%. Und die ist sogar noch höher wie in Deutschland. Ja, also Steuergesetze, man sagt ja, die US-Steuergesetze sind die härtesten der Welt. Als zweites kommt gleich Deutschland. Und wie es halt so ist, die meisten Aktien, viele gute Aktien hast du dann eben auch aus den USA. Und dann musst du da einfach mehr Quellensteuer zum Beispiel bezahlen, als wenn du in Deutschland sein würdest. Ja, vor allen Dingen langfristig, wenn du zum Beispiel dir eine eigene Altersvorsorge zusammenbaust, ja, über Dividendenaktien und
das Ganze sind dann Aktien und das läuft über US-Börsen und so weiter, US-Aktien, dann hast du dann eben keine Vorteile, sondern Nachteile. Und das ist halt, auch eine Sache, wo du dich unbedingt kundig machen musst, welches Land, ja, wenn du das überhaupt in Erwägung ziehst, auszuwandern, hat welche Doppelbesteuerungsabkommen. Ja, einfach nochmal hier abgelesen, dass ich es auch richtig ausspreche, das ganze lange Wort dort. Ja. Okay, das soll es gewesen sein. Das waren die fünf wirklich super, ja, Basistipps, ja, für Erstgründer, ja, die einfach ernsthaft darüber nachdenken und mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Und das sollte weiterhelfen, dieses Video. Es soll dich nicht davon abhalten, ganz im Gegenteil. Ja, ich soll dich dazu ermutigen und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen weitergeholfen. Und wenn es dir ein bisschen weitergeholfen hat, dann lass mir doch bitte einen Kommentar und einen Daumen hoch. Ja, sag einfach nur cooles Video. Ja, letztens hatte ich wieder erst einfach nur ein paar Kommentare beim anderen Video, das ich gemacht habe. PS, cooles Video. Okay, passt schon. Ja, muss kein ewiger Kommentar sein. Ja, das bringt mich weiter. Warum ist es so wichtig? Weil es dann erstens mal mich weiterbringt, mich motiviert. Solche Kommentare liebe ich. Ja. Und zum anderen sagt sich Google, YouTube ist gleich Google und da läuft alles über die Algorithmen. Dann sagt sich Google, okay, da sind so und so viele Leute, die fanden das Video cool, dann rankt es automatisch höher in den Plätzen und andere haben die Möglichkeit, dieses Video auch zu sehen und somit die Möglichkeit, dass ich ihnen auch weiterhelfen konnte. Ja, das war es eigentlich soweit und hier wäre das nächste Video, wenn du es dir anschauen möchtest und hier oben irgendwo, da könntest du den Kanal abonnieren, falls du noch nicht abonniert hast. Und dann sehe ich dich beim nächsten Video. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist, wenn es heißt Mission Millionär. Ja, Satisfaction und Freedom, ja, Freiheit und ja, Erfüllung letztendlich. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein, sage ich dann nur noch. Tschüss.